Vyakhyanasana ist die Stellung des Erzählens und der religiösen Unterweisung. Vyakhyana heißt Erzählen oder auch religiöse Unterweisung. Garote in seinem Encyclopedia of Traditional Asana sagt, dass dieses Asana erwähnt wird, aber nirgendwo genauer beschrieben ist. Und so wissen wir nicht wirklich, wie Vyakhyanasana wirklich geht. Aber man könnte zum Beispiel sagen, dass religiöse Unterweisung in Indien wird typischerweise in einer kreuzbeinigen Stellung gemacht. Die populärste ist sicherlich der halbe Lotussitz. Und im halben Lotussitz kannst du dann die linke Hand auf das Knie geben und die rechte Hand in der Luft halten als Symbol der Gestik. Oder du könntest die rechte Hand vor dir halten. In der rechten Hand könntest du zum Beispiel ein Buch halten, das du erklärst, und in der linken Hand nach oben. Und auch wenn das jetzt zunächst etwas eigenartig aussieht, wenn du das eine Weile hältst, wirst du feststellen, es hat eine Wirkung. Die rechte Hand erzeugt wie eine Sonne oberhalb des Nabels und im Bauch. Und mit der linken Hand ziehst du Inspiration zum Herzen hin. Und so ist Vyakhyanasana eine Stellung, um Bauchchakra und Herzchakra aufzuladen mit spiritueller Kraft.